Grüße euch, ihr Lieben. Ja, jetzt zum Monatsorakel für den September 2022 und für das Sternzeichen, das du angewählt hast. Natürlich könnt ihr auch für andere Personen schauen, das Video auch gerne weiterschicken, ja, teilen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr liked und kommentiert und natürlich auch den Kanal abonnieren. Nicht vergessen, bitte. Ich habe wie immer alles unter dem Video verlinkt. Wo Sie mich erreichen können, habe ich auch hierher geschrieben für eine Beratung. Ich mache auch Kurzberatungen, also eine Frage per WhatsApp. Und ja, meine Empfehlungen sind auch unten verlinkt. Und wie immer möchte ich auch gerne Danke sagen für alle, die mit dabei sind, für die neuen Abonnenten, für die gebliebenen Abonnenten, auch für meine lieben Klienten, denen ich ja in einer Beratung helfen darf. Und jetzt lassen wir uns überraschen, ja, was sich im Monatsorakel zeigt. Ja, ihr lieben Stiere, jetzt kommt eure Legung, euer Monatsorakel für den September. Ich habe wie immer das große Kartenblatt mit allen Lennemore-Karten ausgelegt und ich schaue hauptsächlich in den Eckkarten. In die Eckkarten, das ist für mich so das Aktuellste. Und die erste Karte ist sowieso die Überschrift von dem Kartenblatt. Und ich schaue noch eben auf die Mitte und dann noch auf die Lebensbereiche, wenn noch was übergeblieben ist, auf die wichtigsten. Ja, dann schauen wir mal. Du hast als erstes die Partnerkarte liegen. Also das ist jetzt egal, ob es bei dir ein Mann oder eine Frau ist. Das ist jetzt eben ein Kollektivorakel. Und ja, da müssen wir uns ein bisschen behelfen. Und also es heißt, es geht um Partner, Partnerin oder wenn du Single bist, dass du eventuell wen kennenlernst und nicht mehr lange alleine bist. Ja, es ist interessant, es entwickelt sich immer zum Liebesorakel, egal bei welchem Sternzeichen. Also bei den Widdern, die Widder habe ich schon gemacht, da war es auch. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, noch mit den anderen Zeichen, aber ich glaube, ich werde wieder umsteigen auf Liebesorakeln, weil ja, es kommt eh immer dann am Schluss, obwohl ich es als allgemein will, ein Liebesorakel raus. Aber wahrscheinlich, ja, sollte diese Infos jetzt bekommen. Ja, schauen wir mal. Also da liegt dann bei der Partnerkarte noch das Schiff, dann haben wir den Anker und die Sonne. Das heißt für mich ja verschiedenstes. Ja. Es könnte sein, dass du jetzt noch, wenn du jetzt Single bist oder halt vielleicht ja einen neuen Partner möchtest, jemanden kennenlernst im September noch, weil der Sommer geht ja quasi noch bis fast Ende September. Also wir haben ja jetzt noch ein bisschen Sommer, dass du jetzt im Sommer jemanden kennenlernst, entweder auf Reisen, ja, dass du auf Reisen bist oder auch über den Beruf oder vielleicht musst du auch beruflich reisen oder das Gegenüber und dass er oder sie jetzt auch in deiner Nähe ist, ja, und ihr euch da kennenlernt. Also jedenfalls generell und nachdem ja mit dem Anker auch die Stabilität liegt, der Anker liegt ja nicht nur also heißt ja nicht nur Beruf, sondern auch Verankerung, ja, kann das durchweg sein, ja, dass es halt jetzt wirklich in eine stabilere Partnerschaft geht. Wir haben auch dann ja da unten ja auch die Ringkarte liegen, weil die Eckkarten, die bringe ich ja auch in einen Zusammenhang. Das heißt ja auch, ja, Glück an der Beziehung, also es dürfte schon darum gehen, eben, dass sich deine Beziehung mit dem Wunschpartner verfestigt, dass du überhaupt jemanden kennenlernst, halt je nachdem, in welcher Situation du bist. Und wir haben hier auch den Fuchs mit dran und dann aber die Mäuse, ja. Also vielleicht willst du gar nicht auf eine Reise gehen oder dein Gegenüber und geht dann aber doch. Und dann lernt ihr euch kennen, dann haben wir hier auch das Geld. Also es kann auch sein, okay, du würdest gerne eine Reise machen, aber es geht halt jetzt finanziell nicht, weil das Geld fehlt und du zweifelst dran. Also wenn du so in dem Modus bist, ja, dass du eben zum Beispiel eine Reise machen möchtest, aber eben wegen dem Geld jetzt nicht willst, würde ich raten, mach es trotzdem, weil es schaut gut aus, dass du da ja mal jemanden für die Liebe kennenlernst, aber eben auch für den Beruf. Vielleicht musst du auch wohin fahren wegen dem Beruf, vielleicht irgendwie weiter weg, ein Vorstellungsgespräch oder eben einen Job auch anfangen sollst, weiter weg. Das würde ich dann aber auf jeden Fall tun, weil das schaut gut aus. Falschheit und Zweifel lösen sich auf. Du bist ja dann hier, auch wenn du ein Mann bist, du schaust in den Turm rein. Das heißt, man fühlt sich so,
ja, abgeschottet und vielleicht irgendwie abgeschnürt, abgebunden vom Leben. Oder du hast das selber gemacht, um Entscheidungen zu treffen, dass du dich zurückgezogen hast und jetzt gar nicht willst, niemanden kennenlernen willst, keinen Job, wie auch immer. Aber du wirst da rausgehen, ja, aus deiner Zurückgezogenheit. Und wir haben ja hier auch mit dem Klee die kurze Zeit. Das heißt, du wirst bald rausgehen und es wird sich auch auszahlen, ja, falls du im Rückzug bist. Oder vielleicht fühlst du dich auch so. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass du wirklich von alles irgendwie immer, ja, abgeschottet wirst. Was immer du probierst und so, es funktioniert dann wieder nicht. Vielleicht willst du auch deswegen gar nicht mehr auf eine Reise gehen oder irgendwo, vielleicht ein Wellnesswochenende, muss ja keine Riesenreise sein, ja. Könnte ja auch ein Wellnesswochenende sein, das eine Freundin mit dir machen will oder wie auch immer. Oder vielleicht lädt dich auch schon ein zukünftiger Partner dazu ein und du willst halt nicht, weil du dir denkst, es geht eh immer alles schief bei dir. Mach es trotzdem dann, ja, bitte. Weil, ja, von den Karten her würde ich sagen, es wird sich auszahlen. Schau, du hast doch hier die karmische Blockade liegen. Könnte auch sein, durch eine Frau, dass dir jemand etwas nicht vergönnt, entweder eben durch ein altes Leben oder auch in diesem Leben, ja, dass du da irgendwie fast wie verflucht und verhext bist, obwohl ich das immer nicht gern sag, weil ich finde, da muss man wirklich gut aufpassen, weil viele Menschen haben auch Angst davor. Aber wenn du so das Gefühl hast, jemand wirft dir Steine in den Weg, ja, dann, also. Falls du Hilfe brauchst bei sowas, ja, wenn du selber das Gefühl hast, du bist irgend von irgendjemandem verflucht, verhext oder sonst was, schreib mich bitte an. Ich selber kann es nicht, aber ich habe zwei Empfehlungen, wo dir da geholfen werden kann, ja, wo du dir entweder selber hilfst über eine gewisse Art und Weise, da möchte ich dann eh nochmal bald ein Empfehlungsvideo mal machen, wo ich sehr stark momentan damit arbeite. Oder eine Kollegin von mir, die auch generell das schauen kann, die das sieht, ob man irgendwie verflucht oder verhext ist. Und die kann das auch lösen mit dir, ja. Und ich sage, ihr wisst, seht, die mich schon lange kennen, ich gebe nur immer Empfehlungen ab für Dinge, wo ich selber gute Erfahrungen damit habe, vielleicht auch noch andere, ja. Wo ich es weiß und insofern ja, weil ich habe so das Gefühl, dass du teilweise wirklich vom Schicksal auch einfach wirklich aufgehalten wurdest, ja. Und jetzt nimm es bitte an, wenn es kommt, dann nimm es bitte an, wenn du einen neuen Partner kennenlernst oder eben es ist eine Reise geplant und du willst jetzt nicht, ja. Ich sage, normal sollte man immer nach seinem Gefühl gehen, nach seiner Intuition. Das stimmt auf jeden Fall. Aber in dem Fall würde ich sagen, bitte spring über deinen Schatten und mach's trotzdem, ja? Sei es die Reise, sei es eben eine neue Partnerschaft kündigt sich an und du wirst da vielleicht eingeladen. Also sowas in die Richtung, ja? Wie gesagt. Und ich kann natürlich auch ich dir helfen, wenn du da Entscheidungshilfe brauchst. Ja, so generell, ne? Na gut, schauen wir mal. Eben, da liegt ja dann wirklich der Ring und das höchste Glück und dann haben wir noch die Familie, also die Lilienstädte für Familie und für Sexualität. Und hier haben wir auch den Reiter. Also es kommt was in Schwung und es ist das große Glück drauf. Da hast du zwar schon wieder diese Blockade irgendwo noch angedeutet, ja, aber ich denke, die geht jetzt weg, weil der Bär ist ja auch so die Stabilität. Dann haben wir den Genuss, ja. Also und der Mond ist der Erfolg. Also du sollst jetzt auch in diesen Genuss reinkommen, wieder in dieses einfach die schöne Zeit genießen, ne? Wir haben sowieso alle eine schlechte, unangenehme Zeit hinter uns, weil wir nicht ja so leben durften, wie wir wollen und es war einfach so viel Einschränkungen. Und wenn du das eh vorher schon vielleicht gehabt hast und jetzt das auch noch, das Allgemeine, dann wird es jetzt wirklich mal Zeit, dich wieder zu öffnen, dem Schönen zu öffnen. Und eben, wenn du das Gefühl hast, du kommst da gar nicht weiter und eben vielleicht das Gefühl haben, zu verflucht zu sein, dann schreib mich gerne an, da kann ich dich weiterleiten und ja. Bei der nächsten Karte haben wir ja das Glück liegen, ja. Also das Glück kommt. Schau, es ist im Wachstum und der Hund ist auch die Treue. Plötzlich, ja. Plötzlich kommt bei dir im September wieder alles in Schwung, was vielleicht schon lange jetzt brach gelegen ist. Und ich weiß gerade, ihr Stiere seid solche Genussmenschen, ja. Und man konnte eh nichts tun die letzten Jahre gescheit. Man konnte nicht gescheit essen gehen, nicht in Kosmetiksalon.
Also, wenn man nicht diese ganzen Maßnahmen mittragen wollte, ja. Viele haben auch verzichtet, weil sie das eben nicht machen wollten. Und es wird jetzt wirklich Zeit, ne, dass du wieder in den Genuss gehst. Wir haben auch hier das Geheimnis, die Wege, das Haus und der Mond. Also irgendwas, ja, kommt noch in dein Leben, in dein Haus, was du noch nicht weißt. Ja, es wird aber was Erfolgreiches sein. Und ja, es kommt über die langen Wege, habe ich so das Gefühl, ja. Moment. 20 Jahre Öffentlichkeit, 21 Jahre. Es ist so ein bisschen blockiert gewesen alles, ja. Die Öffentlichkeit, ne, man war viel zu Hause. Und die Öffentlichkeit war halt blockiert auch, also beziehungsweise der Mond, der Erfolg, die Gefühle, es war halt alles blockiert, ja, und das soll jetzt wieder raus und das sollst du auch wirklich leben. Du hast ja, so, Moment mal, ich schaue noch genau, das Geld, aber ich glaube, da haben wir eh vorher, haben wir schon gesprochen jetzt, ja, eben, also, es wird ein Geheimnis wegfallen oder aufgedeckt, was hier falsch läuft, falls du auch finanziell Probleme hast, entweder auch beruflich, dass du zu wenig gezahlt bekommst, nicht ordentlich bezahlt wirst, keine gut zahlenden Kunden findest, wie auch immer, ne? Also da, ja, sei vorsichtig, ja, es wird sich aber lösen. Und pass auf, dass sich nicht das Geld noch mehr löst, ja? Durch etwas, was dir nicht auffällt, durch ein Geheimnis. Aber es kann auch sein, dass du eben ein Geheimnis lüftest, was dir eben zeigt, was du eben finanziell falsch machst, ja, damit es jetzt wieder besser läuft. Ne? Und gerade eben bei den Stieren, das ist auch so ein wichtiges Thema bei euch, das Geld, ein ganz wichtiges Thema. Also, dass das gut läuft, damit ihr euch auch wohlfühlt. Ne? Und das wird aber, das ist in Progress, ja. Es wird. Bleibt dran und vertraut dem Prozess. Ja? Na gut. Dann wünsche ich euch einen schönen September, einen gemütlichen Herbstanfang dann auch, ja. Und wie gesagt, vergesst nicht, ja, den Genuss jetzt genießen, wenn er kommt, ja. Alles Liebe, tschüss, Baba.